Hallo und herzlich willkommen im LVR Freilichtmuseum Kommern. Ich bin Carsten Vorwig, bin Hausforscher und für den Freilichtbereich hier im Museum zuständig. Und wir stehen hier heute vor dem Haus aus Bilkheim und da würde ich euch gerne drinnen mal was zeigen. Ja, wir sind hier in der Stube im Haus aus Bilkheim. Bilkheim, das liegt im Westerwald. Und im Westerwald haben wir auch ein ganz spezielles bauliches Detail, was es in anderen Regionen des Rheinlandes nicht gibt. Und zwar ist das der sogenannte Kratzputz. Das ist eine Ornamentform, die tatsächlich zum Aufhübschen der Gebäude und der Wände verwendet wurde. Und zwar wurden in den noch feuchten Lehm wurden Ornamente gekratzt. Das waren zum Teil mit Nagelbrettern, so wie hier. Konnten dann einfach diese Spuren, diese Rauten eingeritzt werden. Es gab aber auch runde Ornamente tatsächlich oder Spiralen. Der Kratzputz ist übrigens auch inzwischen immaterielles Weltkulturerbe als anerkanntes. Und von daher ist das auch ganz spannend, dass wir das hier zeigen. Museumsgeschichtlich für unser Museum ist noch ganz spannend, dass man hier im Holz diese Hausspuren sieht. Das hat wiederum nichts mit Ornamentik zu tun, sondern das ist ein etwas bauphysikalisches, wichtiges Detail, was darauf hindeutet, dass diese Wand ursprünglich mal komplett verputzt war. Das heißt, wir wissen nicht, ob bauzeitlich schon eine komplette Putzausstattung da war oder so wie hier jetzt gezeigt, nur die Gefache verputzt waren und dann später die komplette Wand nochmal verputzt wurde. Die Gründerväter des Museums haben sich für diese Form der Präsentation entschieden und so ist es jetzt auch. Es spricht einiges dafür, man kann es nicht wirklich belegen, aber so zeigt es auf jeden Fall dieses ganz typische Ornament des Kratzputzes.